Überlebende des Missbrauchskomplexes der katholischen Kirche erfreuen uns solche Nachrichten natürlich sehr. Doch immer wieder fragt man sich mit gesundem Menschenverstand, was reitet eigentlich die Bischöfe? Bemerkenswert. Schlussendlich hat also nun ein Gericht der Klägerin vollumfänglich Recht gegeben und Bischof Ackermann für die absichtliche Verletzung von Persönlichkeitsrechten zu 20.000 Euro verknackt. Öffentlichkeit ist etwas, was die Kirche nun mal überhaupt nicht mag. Die Schilderung ihrer erschütternden Erlebnisse, die die Klägerin unter dem Pseudonym Karin Weißenfels niedergeschrieben hat, mag das Bistum genervt, verärgert oder sogar geschmerzt haben. Aber dass Ackermann dann in einer Sitzung vor Zeugen wie eine schmollende Diva und in der Selbstüberhöhung, die den Bischöfen zu eigen ist, den Namen hinter dem Pseudonym nennt, ist mehr als grenzüberschreitend gewesen. Sehr wahrscheinlich wird es Aki nicht eine Sekunde ins Bewusstsein gekommen sein, was es für eine Betroffene bedeutet, die extra ein Pseudonym für ihre Geschichte wählt, wenn ihr Name gewaltsam in die Öffentlichkeit gezogen wird. Man weiß auch nicht, ob es irgendwie jetzt mit dem Urteil in sein Bewusstsein vordringt, wenn die Richterin davon spricht, es wäre in dem Fall überhaupt nicht mehr um die Feststellung der Schuld gegangen, die ist unbestritten, sondern nur noch um die Höhe des Schadenersatzes. Aber das werden wir auch nicht mehr herausfinden. Fest steht nur, ein Bischof, der ehemalige Missbrauchsbeauftragte der DBK, ist verurteilt worden, grenzüberschreitend gegenüber einer Betroffenen gewesen zu sein. Und was werden wir erfahren? Was für Konsequenzen er daraus zieht? Werden wir morgen in der Zeitung lesen, Bischof Ackermann ist zurückgetreten? Wohl eher nicht. So wie die Bischöfe an ihrem Bischofsstühlchen kleben. Dagegen sind die Kids der letzten Generation die letzten Amateure. Da geben die Bischöfe in den letzten Jahren Gutachten nach Gutachten in Auftrag. Die Ergebnisse sprechen davon, dass auch die aktuellen Bischöfe in allermeisten Fällen sogenannte, Anführungsstriche, Pflichtverletzungen begangen haben. Was ist die Konsequenz? Nüscht. Nada. Nix. Jeder von denen ist noch weiterhin an seinem Platz. Die Reaktion auf die Gutachten war genau, wie die Kirche in den letzten Jahrhunderten funktioniert hat. Aussitzen. Da kann der Helmut Kohl sich noch eine Scheibe von abschneiden. Es gibt keine Reaktion darauf. Ein paar Betroffenheitsbekundungen, aber persönliche Schuld. Ich? Nein. So wie Herr Ackermann jetzt auch. Noch niemals den Arsch in der Hose hatte, um zum Prozess zu kommen und sich von seinem Anwalt zu vertreten lassen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Aber es lohnt sich gar nicht an dieser Stelle, sich darüber aufzuregen. Festzustellen ist nur, die Gerichte und Staatsanwaltschaften werden langsam mutiger. Bestimmt auch ermutigt durch die höheren Austrittszahlen und auch die unermüdliche Arbeit von uns Betroffenen. Von dieser Stelle nur ein Dank von Herzen an Karin Weißenfels für deinen Mut, für deine Ausdauer, für deine Kraft, den Rechtsweg beschritten zu haben und schlussendlich auch Recht bekommen zu haben. Dies soll uns alle ermutigen, deinem Beispiel zu folgen.